Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer typisches Gamer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich mal eine Idee aus den Kommentaren aufgegriffen. Und zwar machen wir ein How-To, ja, und zwar ein How-To, wie hält man diese, How-To halten diese Stäbchen? Ja, das fragen sich bestimmt viele. Kann der TT überhaupt mit Stäbchen essen? Der ist in Japan, hat er das überhaupt gelernt? Ja, habe ich vorher in Deutschland gelernt. Bei uns in Düsseldorf, da gibt es ja viele japanische Restaurants. Und da war ich sehr oft essen und habe mir immer angeguckt, wie machen die Japaner, die da hingehen, das? Ja, und ich habe Glück gehabt, weil ich da beim Abgucken immer Japaner getroffen habe, die es richtig machen. Und ja, jetzt kann ich nämlich damit essen. Was ich meine, wenn ich sage, ich habe Japaner getroffen, die es richtig machen, ist ganz einfach. Denn hier in Japan gibt es ganz viele Japaner, die das selber nicht können. Das ist so geil. Manchmal sitzt man beim Mittagessen irgendwo in der Mensa mit denen oder so und ich so, ey, was, warum kannst du denn mit Stäbchen essen? Dann guckt man sich an, wie die das machen. Und bei denen ist das irgendwie, sieht das so ganz verkrampft aus. Und die sagen, ja, ich kann das auch nicht, ich mach das irgendwie. Und es ist wirklich so. Die machen das teilweise irgendwie, aber nicht richtig. So, ich weiß nicht, ob das 100% richtig ist, was ich mache, aber die meinen immer, das wäre ganz gut. Und zwar, was ich mache ist, also man hat ja hier, ne, den kleinen Finger und den Ringfinger. Und ich mach das eine Stäbchen hier zwischen Daumen und Zeigefinger, da in die Kuhle rein. Und das andere, da unten, lege ich da unten drauf. Ja, also auf meinen Ringfinger vorne. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So, und dann kommt das andere und das andere wird gehalten von, ist das schwierig, das sieht man glaube ich nicht, von Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, ja. Also der Daumen, ich muss nicht mal, der Daumen hält hier so dran, oben ist der Zeigefinger und unten ist der Mittelfinger. Und damit bewegt man sozusagen die Stäbchen. Also das untere wird gar nicht bewegt. Das untere bleibt einfach normal liegen, ja. Und mit dem oberen klemmt man dann, weiß ich nicht, seine geilen Nudeln oder was auch immer man da jetzt gerade zum Snacken hat, ja, klemmt man dann da ein. Oder isst man das? Oder man zieht das irgendwo raus aus dem Nabbel. Die essen hier ganz oft Nabbel. Das ist so ein Topf, da werfen die Fleisch rein und Gemüse. Und dann zieht man sich das raus an seine Schale. Und dann isst man das. Ja, aber das ist die Haltung, so wie ich es mache. Ob das so 100% richtig ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, aber die meinen immer, das wäre richtig. Es ist auf jeden Fall, also ich sag mal, es ist nicht wichtig, dass man es 100% richtig macht. Ja, wie gesagt, es gibt viele Japaner, die gurken da auch irgendwie mit so einer Stäbchenhaltung rum. Und ich meine, die können hier leben, ja. Die kriegen auch das Essen irgendwie in den Mund. Wie auch immer. Ich frage mich nämlich manchmal echt, wie die das schaffen mit ihrer Haltung. Aber ja, das ist zumindest keine ganz falsche Haltung, die ich habe. Glaube ich, weil die Japaner meinen immer, das wäre richtig. Aber wie gesagt, ob das die besten Leute sind, die man fragt, wenn es um Stäbchen, ne, denkt man immer, aber es ist nicht immer so. Und ja, wollte ich machen. So hält man die Dinger. So, ich kann auf jeden Fall ordentlich essen und auch schnell essen und Reis und da mal was und da und da und da und da. Ja, bam, bam. Und ja, das sind auch meine Stäbchen hier. Also das sind nicht meine, sind von der Gastfamilie, aber die benutze ich halt immer. Die Gastfamilie, die haben ihre eigenen Stäbchen, da stehen die Namen von denen auch drauf. Und ja, das wollte ich euch zeigen. Das war's vom heutigen How-To-Essen mit Stäbchen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr irgendwas sehen wollt, wenn ihr sagt, ey, TT, mach doch mal dies oder das, dann schreibt es in die Kommentare. Das war jetzt auch eine Idee, die ich aus den Kommentaren gegriffen habe. Vielen Dank an denjenigen, der das geschrieben hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!